Ihr hört eine Mundart-Kolumne der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Viel Spaß mit De Schorsch. Ich stau ja auch in einem Mischgebiet wohnen. Und ich bin froh, dass ein paar heiße Weiler ein Geschäft ist. Ne? Deswegen müssen wir uns keinen Kopf machen, ob unser Mischgebiet auch so hasen darf. Ne? Da muss man ja bloß einmal noch lauter Wäsche zu gucken. Da haben sie ein Mischgebiet auf dem Hofacker getroffen und können da jetzt gar heißer mehr hinbauen. Weil irgendwann vor ein paar Jahren mal ein Gericht gesagt hat, dass in einem Mischgebiet, wann der schon so Hase tut, auch ein Drittel von der heißen Geschäfte sein müssen. Sonst hätte man so ein gleich Wohngebiet darf kennen, nicht? Ich glaube ja, dass der Richter nie auf dem Land gelebt hat. Ne? Schon steht er wissen, dass Sellemuls da in fast jedem Haus Geschäfte gemacht worden sind. Vielleicht haben ein Acker, ein paar Läppe Salat oder Gemüse im Hof, Obst auf der Wiese oder ein Stall mit Fehkarte. Und damit hat man halt nicht bloß die eigene Meiler gestoppt. Und damit das Amt nicht Maulen hat können, wenn Äppel, Quetsche, Hinkel, Eier oder Milch verkauft worden sind, hat man überall Mischgebiete gemacht. So, dass Geschäfte erlaubt sind. So einfach war das. Dadurch können sich aber einige Leute halt nicht mehr entsinnen. Ne? Wenn die Gewerbe hören, denken die nicht an ein bisschen Bauerei nebenher. Ne? Die haben gleich Werkstatt und einen großen Laden im Kopf. So richtig auf dem Land leben wir halt auch nicht mehr. Ne? Wo gewohnt wird, wird gewohnt. Da ist nicht mehr viel Platz für Fee oder größere Läppe. Und eine Fabrik passt doch meistens auch nicht mehr mit neu. Deswegen hätte man so auch gerade so lassen können. Alles ist Mischgebiet und wenn sich eins noch ein paar Pennys dazu verdienen will, ist es gut so. Aber das macht der Amtsschimmel nicht mit. Ne? Da müssen Pläne geändert, ein Haufen Papierkrumm fabriziert und Leute tagelang damit aufgehalten werden, die auch anderen Sachen zu tun haben. Bloß, damit die Leute auf dem Hofacker endlich in einem Wohngebiet wohnen dürfen. Die werden ganz schön aufschnaufen vor lauter Frat. Naja, aller gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Schorsch. Das war die Mundart-Kolumne der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Das war der Schorsch.